So, jetzt aber gute Nachrichten. Deutschland arbeitet an einem neuen Prostitutionsgesetz. Gestern das erste Mal im Bundestag. Und das ist auch höchste Zeit, denn unser Land entwickelt sich zum Bordell Europas. Hurra! Beziehungsweise, what? Wir sind's doch. Die anständigen Deutschen. Bordell Europas. Ja. Leider, leider hat Herr Strobel aber völlig recht. Und schuld ist, wie immer eigentlich, die SPD. Das blöde rot-grüne Prostitutionsgesetz von 2002 sollte damals sogenannte Sexarbeiterinnen aus der Illegalität holen, hat aber vor allem Zuhälter legalisiert und Menschenhändler. Schade. Genau deswegen ist die Wirklichkeit heute so, wie sie ist. Die Wirklichkeit ist derzeit leider die, dass es juristisch einfacher ist, ein Bordell zu betreiben, als das Kiosk an der Ecke oder eben die besagte Pommesbude von Frau Schwesig. Unsere Familienministerin hat eine Pommesbude? Warum? Es geht mir nichts an. Ist egal. Ja. Wie sieht's denn woanders aus? Schweden und Frankreich haben das Rotlichtgewerbe einfach mal komplett verboten. Bei uns wird jungen Frauen aus Osteuropa der Pass von Menschenhändlern abgenommen. Und dann müssen die ihre Schulden abarbeiten. Das ist moderne Sklaverei mitten in unserer Gesellschaft. Wenigstens soll das neue Gesetz jetzt ein bisschen was reparieren. Kondompflicht, Verbot von Flatrate-Angeboten. Aber Zuhälter bleibt trotzdem ein ganz normaler Beruf. Mit Ausbildung und allem. Die Bundesagentur für Arbeit informiert. Du bist jung und ziehst dich gerne geschmacklos an. Du interessierst dich für Menschenhandel und moderne Sklaverei. Dann werd doch Zuhälter. Das deutsche Rotlichtmilieu erwirtschaftet 15 Milliarden Umsatz im Jahr. Sehr zum Wohl, Herr Finanzminister. Bumsen für Deutschland. Schreib dich noch heute ein an der Bert-Wollersheim-Uni in Düsseldorf. Und mach jetzt deinen Bachelor. Denn selber arbeiten ist Chance. Und viele junge Leute heute im Publikum, die kommen jetzt ins Grübeln. Ja, ja. Werdet doch Bachelor, besser als Jura. Das gibt's wirklich nur bei uns in Deutschland, dass Gestalten wie er hier, wie der Wollersheim, Kult sind. Frauenausbeuten ist hier gesellschaftlich offensichtlich akzeptiert. Idee, wenn das neue Gesetz jetzt demnächst verlangt und das Fakt, dass Prostituierte sich registrieren müssen, warum registrieren wir nicht einfach mal die Freier? Also holen die raus aus der Anonymität. Immerhin, neulich gab's in Berlin eine Razzia mit mehreren hundert Polizisten in so einem Großpuff. Ging es da um Menschenhandel? Um Ausbeutung? Fast. Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft, die Huren seien nicht selbstständig gewesen. Es hätten Steuern und Abgaben an den Staat gezahlt werden müssen. Ich gebe Scheinselbstständigkeit. Da hört der Spaß auf für Vaterstaat, Freunde.